Und ich freue mich, als allerersten Referenten Ihnen Herrn Professor Dr. Harald Seubert vorstellen zu dürfen. Herr Professor Seubert ist Professor für Philosophie und Religionswissenschaften. Er ist Fachbereichsleiter dafür an der STH Basel und er ist weiterhin noch Gastdozent an der TU für Politik in München. Das Thema, wie könnte es passender nicht sein, ist die Unantastbarkeit menschlicher Würde und ihre Gefährder. Ich freue mich, dass Herr Professor Seubert gekommen ist, um sozusagen hier den Auftakt zu machen für diese Veranstaltung, für dieses Symposium und in dieses Thema jetzt einführen wird. Und ich bitte Sie sehr herzlich, auf die Bühne zu kommen. Liebe sehr verehrte Frau Bevan-Förde, meine Damen und Herren, ich möchte ein kurzes Wort zum Eingang sagen. Die Philosophie sollte sich nicht zur Partei machen und die Theologie auch nicht. Umso lieber bin ich heute hier, weil ich mit ganzem Herzen Ihr Anliegen teile und die große Gefährdung dieser menschlichen Würde in der Kinder- und Jugendzeit sehe und von Ferne verfolge. Am Beginn und seit dem Beginn der griechischen Philosophie ist die Scham und die Scheu ein Grundelement, das Pädagogik, Erziehung prägen soll und muss. Dieses ist natürlich im christlichen Glauben wieder aufgenommen worden. Und wir können um welcher Ideologien und Lieblingsvorstellungen willen, die teilweise zur Zivilreligion werden, davon nicht Abstand nehmen. Ich möchte noch etwas weiteres sagen zu Beginn. Ich sehe mit großer Sorge, dass in unserem Land der Gemeinsinn brüchig wird, weil der Wahrheitssinn verloren geht. Das, was Sie gerade gesagt haben über diese jüngsten Debatten, zeigt ja, wie wirklich Begriffe verdreht und Menschen verketzert werden, die berechtigste Sorgen und Probleme thematisieren. Wir müssen zu einer grundlegenden Wahrhaftigkeit zurückkommen, sonst werden wir Spaltungen erleben und werden wir Bürgerkriegszustände erleben. Das ist eine reale Bedrohung zur Sache. Der Artikel 1.1 des Grundgesetzes beruft sich mit Ewigkeitsgarantie, also in keiner Weise aufhebbar und zur Disposition zu stellen, allenfalls in den Exegesen, dann natürlich dem Wandel unterworfen, auf die Unantastbarkeit der menschlichen Würde. Das ist eine Lektion aus dem Teufelskreis, aus dem Höllenkreis des Totalitarismus im 20. Jahrhundert, weil die Würde des Menschen auf allen Ebenen empirisch nur allzu antastbar ist. Erfahrungsgemäß wissen wir das. Ist sie normativ mit Unantastbarkeit belegt? Geistes- und ideengeschichtlich, philosophisch-theologisch liegt dahinter eine große Tradition des Naturrechts und des Sittengesetzes, auf die sich das Grundgesetz beruft. Und das Grundgesetz darf nicht gegen diesen Geist beansprucht werden und usurpiert werden, meine Damen und Herren. Mein Vortrag wird drei Teile haben. Ich möchte zum ersten diese Implikation der Universalität und Unantastbarkeit menschlicher Würde in einigen Grundlinien skizzieren und erinnern. In einem zweiten Teil
möchte ich kurz, aber prägnant thematisieren, warum das bedroht ist, auch unter den heutigen Epitheta einer Sexualpädagogik der Vielfalt und des Bunten und Pluralen, vermeintlich Pluralen. Und zum Dritten möchte ich eine anthropologische allgemeine Folgerung über die Bedeutung von Liebe, Eros, im Ausgespanntsein des Menschen, im Wesen des Menschen setzen. Denn nur wenn wir das Sein thematisieren, können wir auch das Sollen thematisieren. Wir können das Sollen nicht abstrakt herleiten. Wir müssen es aus der Frage, was ist denn gut, was ist denn im Wesen des Menschen grundgelegt, gewinnen. Zum Ersten. Der universale Begriff der Menschenwürde findet sich bei all ihrer Bedeutung in der griechischen und lateinischen Antike nicht. Es findet sich dort aber ein Wissen um den Menschen, eine Ahnung um den Menschen und eine Scheu, eine Grenze vor dem Menschlichen. Der Mensch soll wissen nach dem delphischen Orakel, dass er kein Gott ist. Das heißt, er soll wissen, dass er Maßstäben untersteht, seinsmäßigen, aber auch ethischen, die er selber nicht gemacht hat und nicht gesetzt hat. Schreckliches oder Furchtbares ist viel, nichts aber ist furchtbarer als der Mensch, sagt das Standlied der Antigone des Sophokles. Der Mensch hat Grund, vor sich und seinesgleichen mit Scheu und Scham zu stehen und das Göttliche über sich anzuerkennen. Eine sehr alte Grundweisheit, die Sie in allen großen Kulturen finden werden. Da ist diese Würde angezeigt in der Ferne, aber sie ist noch nicht normativ gefasst. Bei Aristoteles oder Cicero ist die Würde vielmehr eine Eigenschaft, die bestimmte Menschen haben. Sie verbindet sich mit der Großgesinntheit, Megalopsyche. Eine große Seele hat auch Würde. Ein solcher Mensch kann gelten lassen und gilt. Cicero hat es erweitert. Cicero hat die Würde des Menschen als in seinem Wesen liegendes erstmals gefasst. Und er hat sie sehr eng mit dem, was von Natur aus Recht und Gerecht ist, verstanden. Auf diese Dimension des Naturrechtes hat in den letzten Jahren seines Pontifikates Papst Benedikt XVI. Mit besonderem Nachdruck und sehr berechtigt hingewiesen, auch unter dem Stichwort einer Ökologie des Menschen. Nicht zuletzt in seiner großen Rede vor dem Bundestag im September 2011. Es ist, meine Damen und Herren, nicht nur die Natur, unser Oikos, unser Haus, unsere Welt, sondern der Mensch muss selber sich zum Haus werden und dieses Haus bewohnbar machen. Nicht zuletzt, das ist die Aufgabe der Pädagogik auf allen Ebenen. Und zunächst und unverlierbar auf der Ebene der Familie. Bei Cicero heißt es, noch vorchristlich über das Naturrecht, Gott, der philosophische Gott der Antike, der du die menschliche Natur wunderbar gegründet und noch wunderbarer gemacht hast, du gibst dem Menschen seine Würde. Sie manifestiert sich durch Vernunft, durch Geist und manifestiert sich dann ethisch in den Tugenden. Der Personbegriff, also die Einheit von Leib, Geist und Seele des Menschen, ganz wichtig für das Abendland, ganz wichtig für jede Ethik und sehr schön erneuert von dem großen Philosophen Robert Spähmann, der gestern seinen 90. Geburtstag begangen hat. Dieser Personbegriff hängt aufs Engste mit Naturrecht und Würde zusammen. Cicero noch einmal, da es von großer Würde ist, in einer vernünftigen Natur zu subsistieren, wird jedes Individuum Person genannt. So hat das Boetius dann aufgenommen und in das Mittelalter hineingebracht. Und nun, meine Damen und Herren, haben wir hier natürlich ganz entscheidend die christliche Dimension dessen. Die wirkt nach, die wirkt weiter. Aber sie ist für die Universalität der Menschenwürde nicht einfach ein Puzzlestein in einem postmodernen Sammelsurium, sondern sie ist fundamental, ausgehend selbstverständlich von der jüdischen, im Buch Genesis und in der ganzen heiligen Schrift des Judentums, im ganzen Alten Testament niedergelegten Gottebenbildlichkeit des Menschen. Und daran erinnerten selbstverständlich, implizit, die Väter des Grundgesetzes, die Begründer des Grundgesetzes, wenn sie von dieser Unantastbarkeit sprechen. Nach biblischem Zeugnis ist der Mensch Bild und Gleichnis Gottes. So ist er gemacht. Tselem Elohim.
Das Bilderverbot der jüdischen Religion geht vor allem davon aus, dass das eigentliche Bild Gottes der Mensch ist, wir alle, so wie wir hier sitzen. Deshalb verbietet es sich, von Gott andere Bilder zu machen, die nur allzu leicht zu Götzen werden, aus Holz und Stein. Bei Gottes Ewigkeit ist das nicht möglich und auch nicht nötig. Aber er, der gesagt hat, lasst ihn uns zum Bildnis machen, er hat sein Bild im Menschen. Das nimmt, ich kann es natürlich nicht als biblischen Teppich auslegen, das nimmt Paulus im Römerbrief im 1. Kapitel wieder auf, wenn er davon spricht, dass jeder Mensch, auch bevor er vom Glauben gehört hat, in seiner eigenen Person eigentlich dieses göttliche Gesetz und auch diese göttliche Verheißung erkennen kann, diese göttliche Liebe erkennen kann. Der Mensch ist die allgemeinste Offenbarung Gottes. Das müssen und können auch Agnostiker verstehen, wenn sie diese großen Traditionen hochachten. Sie müssen nicht, meine Damen und Herren, überzeugter Christ oder überzeugter Jude sein, um diesen Überschuss zu einem nur empirischen und manipulierbaren Menschenmaterial zu sehen und an sich selber auch zu sehen und wahrzunehmen. Es ist nun freilich so, dass wir von konstruktivistischen und reduktionistischen Theorien sehr stark umgeben sind, die dazu neigen, den Menschen letztlich nur als ein physikalisches Faktum, als ein Konglomerat aus Hirnströmen und aus bestimmten Elementen zu verstehen und zu missverstehen. Jede Selbstdeutung und jeder Blick auf das eigene Leben wird zeigen, dass ein solcher Reduktionismus nicht aufgeht. Ich kann zwar sagen, ich bin nur ein Resultat meiner Hirnströme und meiner Neuronen, aber wenn ich sage, ich liebe dich oder ich liebe, dann ist das unabbildbar in den bildgebenden Verfahren, die meine Neuronen eben feuern oder so etwas sagen. Das ist völlig absurd. Und in diesem sich zu etwas zu bekennen, im Willen, im Denken, im Sein, auf die Welt bezogen zu sein, in dem erkennt jüdische und christliche Glaubensweise eine Würde, die über sich hinausweist, in den göttlichen Grund zurückweist. Deswegen ist die Würde, und auch das habe ich von Robert Spähmann und einigen anderen gelernt, deswegen ist die Würde nicht einfach eine Eigenschaft. Man kann sie nicht an Kriterien festmachen. Sie kommt also dem Menschen qua Mensch zu, qua seiner Zeugung zu, der inneren Teleologie, die in der Zeugung liegt. Ein Mensch zeugt einen Menschen, steht schon bei Aristoteles, da ist alles gesagt. Diese Würde kann auch nicht abgesprochen werden in Krankheit, Alter, in beklagenswerten Zuständen. Sie hängt nicht ab von einem Richter oder von einer Instanz, die sie zuspricht oder ablehnt, sondern sie ist mit meinem Menschsein mir gegeben und sie verpflichtet danach, uns wechselseitig aneinander und auch den Gesetzgeber und die Ordnungen, den Menschen gemäß dieser Würde zu behandeln. In allen Feldern. Es ist oftmals auch die Vorstellung, Menschenwürde sei ein weiteres Menschenrecht. Nein, sie liegt ungleich tiefer. Sie ist der Grund dafür, dass Menschenrechte überhaupt zugesprochen werden können und Kriterien haben am Personsein des Menschen. So wie ein durchgehendes Pferd immer noch besser ist als ein Stein, der nicht durchgeht, weil ihm mein eigener Antrieb und Sinn mangeln, so ist ein Geschöpf, das mit freiem Willen fehlgeht, vorzüglicher als eines, das nicht fehlgeht, weil es diesen Willen und dieses Bild nicht besitzt. So hat Augustinus sich auf die Universalität der Würde des Menschen bezogen. Es gibt auch diese wunderbaren Verse von Matthias Claudius, der geradezu in Freude ausbricht, dass ich bin und dich schön menschlich Antlitz habe. Das sehen wir natürlich bei einem Kind, diese Schönheit des jungen Menschen, den wir nicht, meine Damen und Herren,
als Manipulationsmasse unserer Vorstellung in die Hand gegeben haben, sondern der uns in seiner Schutzlosigkeit als anderer begegnet. Christen werden unschwer darin auch das Bild des menschgewordenen Gottes sehen, in jedem Kind sehen, der eben in dieser Schutzlosigkeit Mensch wurde. Das kann man, das muss man nicht glauben, aber man muss diesen Überschuss sehen. Und wenn man vom Menschen eigentlich gering denkt, wenn man nicht seine transzendente Dimension sieht, die, die über Raum und Zeit und Nutzbarkeit hinausgeht, dann wird man die menschliche Würde nicht begründen können. Sie aber ist Grundlage unserer Zivilisation. Aufgebracht, universal in der Geschichte des Christentums, auch gegen massive Widerstände, vielleicht am deutlichsten erstmals in der Auseinandersetzung mit den Conquistadores, als Las Casas formulierte, alle freuen sich über das Gute und verabscheuen das Böse. Es gibt ein einziges Menschengeschlecht und alle Menschen sind, was ihre Schöpfung und Bedingungen betrifft, einander ähnlich. Daraus resultiert, ich kann es nur anzeigen, die Selbstbewusstheit des Menschen in der Renaissance, ohne die es eine Aufklärungskultur, eine Freiheitskultur gar nicht geben würde. Der Mensch ist, so heißt es etwa bei Pico della Mirandola und anderen im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert beginnt das, ein alter Deus, ein anderer Gott, sehr hochgedacht vom Menschen. Aber ist es nur so lange, er sich als Bild Gottes und als in Gott gegründet weiß und erlebt. Wenn er diesen Grund verlässt und verliert, wenn er sich gewissermaßen gegen seinen eigenen Grund wendet, dann wird er niedriger fallen, als je ein unbewusstes, animalisches Wesen fallen könnte. Es ist natürlich für die geistige Situation einer Zeit wie der unsere nicht ganz uncharakteristisch, dass neben den Gender-Konzeptionen, Vorstellungen und neben ihrer starken, und sage ich doch noch als Philosoph was Politisches, das ist dann noch nicht politische Philosophie, aber eben doch eine Nötigung der Zeit, ihrer starken Lobbyisten, die Konzepte der Post- und Transhumanisten auftreten. Die Vorstellungen, wir könnten mit Computermöglichkeiten, mit den Laboratorien von Google und Facebook über die Begrenztheit und Endlichkeit des Menschen hinausgehen und letztlich so etwas wie einen self-made immortal Superman kreieren. Die Konzeptionen sind sehr präzise teilweise. Wir würden damit aber nicht über den Menschen hinausgehen. Wir würden die menschliche Würde in einer Hybris verletzen. Wir würden die Scheu und die Scham verletzen. Und wir würden letztlich hinter dieses menschliche Maß zurückfallen. Es wird zusammen mit der Grenzenlosigkeit des Denkens immer auch die Endlichkeit und Schutzbedürftigkeit des Menschen deutlich in dieser Linie der Gottebenbildlichkeit. Darauf werde ich zurückkommen. Blaise Pascal hat gesagt, er ist in die Mitte ausgespannt zwischen einer Unendlichkeit und einer anderen Unendlichkeit. Er ist endlich, aber zugleich des Denkens fähig. Nicht dezidiert auf jüdischer und christlicher, biblischer Grundlage, aber aus ihr schöpfend, ist die vielleicht tiefste Menschenwürde-Philosophie, die wir haben, nämlich die von Immanuel Kant. Das kann ich Ihnen nicht ganz ersparen in dieser Stunde. Denn Kant ist gerade konsensfähig gewesen bei der Verfassung des Grundgesetzes 1949. Es war ganz klar, das kann man in Briefwechseln mit Theodor Heuss und anderen ablesen, es ist ganz klar, dass die naturrechtlich christliche Linie von vielen das eigentliche Movens ist. Aber man muss auch in einem umfassenden Grundgesetz diese agnostisch verstehbare Dimension fassen. Für Kant ist die Freiheit gebunden an die Würde. Und Kant hat betont, meine Damen und Herren, dass die Würde nicht ein Wert ist, auch nicht ein höchster Wert. Warum? Weil Werte immer gegeneinander abzuschätzen sind. Das Werten gehört selber in das Denkschema der Ökonomie. Es gibt etwas, was höherwertig ist und was minderwertig ist. Das war ja in der Nazi-Ideologie ganz evident, wenn man von unwertem Leben sprach. Da wird
Und das bereitet sich vor in den ökonomischen Rechnungen, was noch durchzuhalten ist an Ausgaben für Behinderte und Kranke schon in den 20er Jahren, Bindig und Hoche. Es wird die Frage gestellt, welches Leben ist wert und welches ist unwert zu leben. Wenn Sie die Basis des Begriffs der Menschenwürde erreichen, können Sie überhaupt nicht mehr in dieser Weise menschliches Leben gegen anderes abwerten oder aufwerten. Es ist das Ende des Wertens. Und deshalb ist es eine, das muss ich Ihnen auch doch nochmal votierend sagen, ein ungeheures Skandalon, wenn Lebensschützer und Vertreter dieser Würde in der Pädagogik in die Nähe von rechtsradikalem Gedankengut gebracht werden, das ich aufs Tiefste und Entschiedenste ablehne. Aber das nun eben tatsächlich mit dem Bekenntnis zur menschlichen Würde schlechterdings unvereinbar ist. Kant hat in der Mensch-Zweck-Formel, wie man die nennt, seines kategorischen Imperativs, diese Würde benannt. Er sagt es wörtlich so: Nun sage ich, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selber, nicht bloß als Mittel zu beliebigem Gebrauche. Was für ein Satz für sich selber und für ihre Kinder und Enkel, für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Wir sind alle, wie glücklich oder erfüllt oder unerfüllt es sein mag, Zweck an sich selber. Mit dem Menschen endet die Begründungsreihe, wo man fragt, wozu ist er denn? Wenn ich das fragen kann, dann kann ich wieder Wertungen einführen, dann kann ich Ökonomisierungen einführen. Das ist im Letzten beim Menschen nicht möglich. Daher ist die Würde eben auch keine natürliche oder sonstige Eigenschaft, sondern sie kommt dem Menschen prärogativ zu, vor allem anderen, als eine a priorische Natur. Sie ist mit seinem Menschsein gegeben. Kant fährt fort, seine Maximen, also das, wie man handeln will, jederzeit aus dem Gesichtspunkt seiner selbst, zugleich aber auch jedes anderen vernünftigen Wesens, verstehen zu müssen. Das bedeutet, ein gesetzgebendes Wesen zu sein. Hier liegt die Anerkennung der Würde des anderen, auch wo er, dieser andere, diese Würde noch nicht aktiv betätigen kann oder nicht mehr oder es nie können wird. Das ist ganz wichtig, weil der Utilitarismus das bezweifelt und bestreitet. Die Scheinphilosophie von Peter Singer, die Würde an Kriterien von Fähigkeiten bindet, unterläuft von vornherein und verfehlt diese Dimension personaler Würde. Deswegen kann ein Utilitarismus niemals Ratgeber sein in den wesentlichen Fragen des Gemeinwesens, des Gesetzes und der Pädagogik. Und letzten Endes könnte man mit dem philosophischen Geist von Hessen, mit Jürgen Habermas sagen, die Würde ist eine kontrafaktische Unterstellung unter Umständen der wechselseitigen Anerkenntnis der Menschenwürde des anderen. Ohne sie und aller Diskursethik voraus würde es ein wirkliches, tiefes Bewusstsein unserer wechselseitigen Schutz- und Öffentlichkeitsräume nicht geben können. Deshalb ist weit über den grassierenden Anlass hinaus diese Dimension der Würde und dass sie noch verstanden wird im Grundgesetz, eine Conditio sine qua non unserer Freiheit. Heißt natürlich auch, ich muss mich der Würde immer wieder würdig erweisen. Kant sagt, und da stellt er die ganze Ethik auf eine neue Grundlage, es kommt nicht so sehr darauf an, glückselig zu werden, ob man das im menschlichen Leben überhaupt erreichen kann, die Glückseligkeit als ein umfassender Zustand in dieser Welt, daran mag man zweifeln. Es kommt darauf an, glückswürdig zu sein, in seiner Sittlichkeit und in der Anerkenntnis dieser großen Möglichkeiten, aber auch Grenzen, die den Menschen auszeichnen. Ich summiere diesen philosophischen Gedankengang. Erstens, Menschenwürde geht über die Physik hinaus. Sie ist metaphysisch. Sie geht über die Utilität hinaus. Sie ist sittlich. Zweitens, sie entzieht sich einem Nützlichkeitsdenken, das Schutzräume opfert, sei es das ökonomisch gut, der ökonomischen Güter willen oder sei es der Durchsetzung von Ideologien willen.
Und drittens, die Menschenwürde ist letztlich, wenn es uns um ein gutes, verankertes Leben geht, nicht dekonstruierbar. Es wird heute ja sehr vieles dekonstruiert. Aber sie ist nicht dekonstruierbar, auch im Geist einer Verfassung wie des Grundgesetzes. Wir kommen also hier auf eine Dimension, die einerseits tief im Zelem-Eidolon-Gedanken des Judentums und Christentums im biblischen Wort verankert sind, die andererseits aus der christlichen Philosophie über Kant hineinreichen in die Philosophie der Freiheit, die nach den schlimmsten Erfahrungen den Geist des Grundgesetzes geprägt haben. Der Rechtslehrer Martin Kriele hat diese Zusammenhänge so summiert. Würde lässt sich von einem naturalistischen Verständnis des Menschen her nicht begründen. Sie muss beglaubigt werden und sie ist ein metaphysischer Begriff. Und das müssen wir natürlich auch erkennen, auch gerade in der Pädagogik. Es gibt Grenzen der Befragbarkeit, der Dekonstruierbarkeit, ich habe es angedeutet. Platon sagt in seinem 7. Brief, es ist Unerzogenheit, nicht zu wissen, bis wann die Begründungen reichen und wo sie nicht mehr hinreichen. Ich kann einfach sagen, schau dich an, schau deinesgleichen an und du siehst die Bedeutung dieser Würde. Und du siehst, dass wir ohne die Bedeutung dieser Würde nicht zu einem gemeinsamen Leben kommen. Gefährdet, meine Damen und Herren, ist diese gemeinsame Verfassung immer als Verfassung der Freiheit. Auch das lehrt uns schon die griechische Philosophie, die sagt, der Mensch kann vieles. Aber kann er wirklich auch mit seinesgleichen friedlich und geordnet zusammenleben? Wir könnten im Prospekt unserer gegenwärtigen Weltordnung oder Weltunordnung aufmachen, um zu sehen, dass das nach 3000 Jahren seine Aktualität und seine Brandgefährlichkeit nicht verloren hat. Ich darf noch einen Gedanken eines jüdischen Philosophen des 20. Jahrhunderts hier ins Feld bringen. Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas hat von dem Antlitz des Anderen her seine Philosophie entwickelt. Eine personalistische Philosophie, eine Personalitätsphilosophie des Ich und Du, die von Martin Buber und Max Scheler her inspiriert wurde, aber die aus dem jüdischen Talmudstudium und aus den Schrecken von Auschwitz ihre Zuspitzung bekommt. Emmanuel Levinas sagt, der andere sagt mir, bevor er etwas sagt und bevor irgendeine Maxime mich erreicht, töte mich nicht. Das sagt mir das Antlitz des anderen, das mir ungeschützt entgegensteht, töte mich nicht. Und das heißt aber natürlich viel mehr, als lege nicht Hand an mich. Es heißt auch, achte meinen Schutzraum, achte mein Eigentum in dem Sinne, in dem ich wahrhaft Mensch sein kann. Mache mich nicht zu einer Verfügungsmasse deiner Übermacht. Übrigens auch die große Grenze der Einflussnahme von Mensch über Mensch. Lässt sich eine Herrschaft in diesem Sinne überhaupt begründen? Die großen Denker des Politischen, von Platon bis Kant und darüber hinaus, waren hier eher skeptisch. Eigentlich müsste des Menschen Herr ein Gott sein, sagt Platon, und nicht ein Mensch. Insofern muss, und da komme ich auch auf, weil ich so vieles Positive über Benedikt den 16. denke, ich sage nicht alles, spreche nicht alles aus, und doch eben durch meine Biografie Lutheraner bin, komme ich nochmal zu Luther. Luther hat das in seiner Weise, ich komme nicht zur gegenwärtigen EKD aus guten Gründen, aber zu Luther sehr wohl. Luther hat um diese Menschenwürde des Antlitzes auch sehr tief gewusst. Und Luther hat gesagt, deshalb ist, obwohl die Reiche dieser Welt weltliche Ordnungen sind, zwei reiche Lehre, sie sind nicht unmittelbar theokratisch, ist auch gut so, obwohl sie das sind, stehen sie unter Gottes Ordnung. Und die Obrigkeiten dieser Welt sind Untrigkeiten gegenüber Gott. Das sind sie ontologisch. Das sind auch die, die es nicht wissen. Aber es ist gut, wenn sie es wissen. Und es ist gut, nur solche zu wählen, die das wissen und die sich auch danach benehmen. Solange es dauerte, dieses Naturrecht und dieses Sittenrecht auch in die Rechtstraditionen zu bringen, in der westlich geprägten, abendländisch immer noch geprägten Welt,
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geht das in die großen Charta ein, in die großen Begründungen ein. Es liegt natürlich auch diese Menschenwürde in der Menschenrechtscharta der UN, die ist sehr spannend in ihrer Entstehung zu verfolgen, wo sogar von der Heiligkeit der menschlichen Person in Vorentwürfen die Rede war. Die juristischen Kollegen wissen das genauer. Und letztlich dann die Dignity and Worth of Every Human Being beschworen ist. Der Soziologe und Rechtslehrer Niklas Luhmann sagt es so, obwohl er Systemtheoretiker ist, dafür hat er ein sehr tiefes Sensorium, das Gelingen der Selbstdarstellung eines Menschen als individuelle Person, eben dies fordert die Universalität der Menschenwürde. Und meine Damen und Herren, besonders gefordert ist sie dann auch in ihrer rechtlichen Dimension und gefährdet an den Grenzen des Lebens. Dort, wo sie nicht mit der Macht und der Lobby verteidigt werden kann. Hier geht es um das, was von Walter Schweidler einmal genannt worden ist, der Unterschied zwischen einer Nutzenkultur und einer Schutzkultur. Diese Grenze, wenn das Leben zu Ende geht, wenn die Kräfte sich neigen und der Alte keine Lobby mehr hat, ja, wenn wir mit der Menschenwürde kasuell umgehen, dann ist das sehr schwierig. Und dann muss eben gerade hier in der größten Dimension das Grundgesetz in seiner metaphysischen Dimension zur Geltung gebracht werden. Auch am Beginn des Lebens, im ungeborenen Leben, im vorgeburtlichen Leben. Das ist nämlich nur ein Wort vor dem konkreten Thema dieser Tagung. Zweitens zu den Gefährdern sagen. Menschenwürde bedeutet, das Antlitz des anderen zu achten. Sein Leben, sein Eigentum, schon potenziell, nicht erst in der Realität, die er jeweils selber fordern kann. Daher bedarf jene Würde der Grenzen, um sich entfalten zu können. Damit sich ein Kind ihrer überhaupt erst bewusst wird. Alles, was menschlich ist, ist in seiner Gottebenbildlichkeit und grundsätzlichen Unverletzlichkeit von dieser Grenze zur Außenwelt her zu sehen. Deshalb verbietet sich, und da würden uns viele zustimmen, ich hoffe auch auf dem Platz unten, so ist ein scharfes Verdikt gegen jede Folter, jeden Schlag, jedes unerbetene Betreten des eigenen Hauses, der eigenen Wohnung und so weiter. Ein scharfes Verdikt, selbstverständlich. Ohne jene Sphäre der garantierten, institutionalisierten Würde kann sich menschliche Freiheit nicht entfalten. Und daher hat diese Freiheit auch Grenzen an der Freiheit des Anderen. Nicht nur des Andersdenkenden mit Rosa Luxemburg, sondern des Anderen mit Immanuel Kant. Sondern auch endlich mal, also solange halte ich noch Vorträge, wie das mal klar wird in einer breiteren Öffentlichkeit, das Wort von der Freiheit des Andersdenkenden oder Anderen ist nicht erst eine Erfindung der Rosa Luxemburg, sondern es steht bei Kant in seiner Rechtslehre. Folter kann natürlich auch eine indirekte Folter sein, eine Folter des Eingriffs in die persönlichsten Gedanken und in die persönlichsten Dimensionen. Aber auch Zwangsbeglückung nach dem Reißbrett, die gerade dort greifen, wo ein junger Mensch noch nicht seine Form und sein Maß gefunden hat, wo er sich erst einwohnen muss in eine konventionelle Moral, wo er erst heimisch werden muss in seiner Familie und von der Familie her dann in den weiteren Kreisen des Lebens. Auch solche Eingriffe sind eine Form von Verletzung, teilweise von tiefer Verletzung. Man sollte sich klar machen, dass jene Pädagogiken, die in den Kinderläden und Experimentierwerkstätten der 68er mit Übergriffen und päderastischen Ausgriffen starteten, teilweise bewusst, vieles ist auch Naivität, weiterwirken in solchen Konzeptionen und Bildungsplänen. Es ist scharf, aber da scheue ich mich nicht davor. Es wird heute Nachmittag ja auch im Blick auf die Pädagogik von Kentler von diesen Zusammenhängen die Rede sein. Man kann nur erinnern an die Dokumentationen über Gernot Becker und Hartmut von Hentig, die Problemlagen von Salem, die Übergriffe, die zur Systematik einer humanen, aufklärerischen, emanzipatorischen Pädagogik in den 70er Jahren wurden. Und man fragt sich schon, wie kurz ist das Gedächtnis, dass man dieses
Unglückliche, dieses zutiefst fatale, schädigende, mit Fernwirkungen in den Psychologien von Menschen bis heute, das liegt ja alles vor, dass man das nicht zusammenbringt mit den Debatten und Bildungsplänen, die da vorliegen. Also Ihre Engagements, verehrte Frau von Böllmann-Förde, und Ihre aller Engagements ist ja nun wahrlich nicht ein Hirngespinst von ein paar Alarmisten, so wie das bis in bestimmte Comedy-Shows hochsubventioniert dargestellt wird. Ich bin wahrlich kein Freund von Verschwörungstheorien. Ich teile auch längst nicht alles, was im Programm einer neuen Partei steht. Vieles teile ich gar nicht. Aber diese Dimension des Schutzes und des Humanum hängt mit unserer garantierten freiheitlichen Würde zusammen, so wie Sie es zu Recht gesagt haben. Und die Übergriffe, die damals als besondere Würdigung des schon eigentlich reifen jungen Menschen charakterisiert wurden, diese Übergriffe bringen letztlich seelische Wracks hervor und zutiefst und bringen Menschen um die Fähigkeit, Liebe, Erotik, Personalität, diese ganze Dimension, die unser Leben ausmacht, zu entdecken und in ihren Grenzen und Möglichkeiten leben zu können. Wer sind Politiker und Öffentlichkeitsinstitutionen, wenn sie sich hier Lenkungs- und Steuerungswirkung anmaßen? Das hat mit Würde zu tun. Sollen sie doch Rahmenbedingungen setzen, die in aller Freiheit gefüllt werden, im Sinne des Pursuit of Happiness, das mit dem neuzeitlichen Verfassungsstaat einhergeht, mit der amerikanischen Verfassung, die ja viel wichtiger ist als die Französische Revolution, auf die aber viel weniger Bezug genommen wird. Der Pursuit of Happiness, das ist die Aufgabe des Gesetzgebers. Und dann soll der Mensch leben nach der Fasson, in der er selig wird. Das ist nicht einfach Buntheit, das setzt Kriterien voraus, das setzt Räume voraus. Aber ihn zu lenken wie ein Modul in die Richtung der eigenen Ideologie, das ist eine ganz falsche und letztlich totalitäre Weichenstellung. Lassen Sie mich über die anthropologische Grundlinie am Ende noch etwas sagen. Über diese Dimension des Seins. Es ist ja nicht so, dass das Sein das Sollen nicht bestimmt. Wir könnten eigentlich überhaupt nicht wissen, was wir sollen, wenn wir nicht eine Linie aus dem Sein hätten. Ich nehme hier noch einmal dieses Stichwort von Josef Ratzinger, Benedikt XVI., von der Ökologie des Menschen auf, angedeutet schon in Reden und Predigten seines Vorgängers Johannes Paulus II. Ein großartiger Gedanke, der Mensch hat selber seinen Raum, seine Natur. Und wenn wir diese Natur bei aller Pluralität, aller Unterschiedlichkeit sehen, es sind eigentlich drei existenziale Dimensionen, die das Menschsein ausmachen. Und dann kommt daraus eine Dualität. Die drei existenzialen Dimensionen. Es ist unsere Geburt, unsere Gebürtlichkeit, wie Hannah Arendt sagte, die uns unverfügbar ist, die ein ganz unverfügbares Element ist, in die wir nicht zurückdenken können und hoffentlich auch nicht zurückzudenken verurteilt werden, indem man die Videos von der eigenen Geburt durch den Vater sehen muss. Da habe ich also große Sorge, habe dazu noch nie was publiziert, aber das sollte man nicht anrühren. Das Trauma der Geburt auch, das in diese Welt geworfen zu sein. In der Gebürtlichkeit schwingt aber zugleich die Anfänglichkeit mit, die Grunddimension von Freiheit. In der Unverfügbarkeit gründet die Freiheit. Hannah Arendt hat ihre ganze politische Philosophie daraus entwickelt. Und dann der Tod, die Sterblichkeit, das zweite Parameterelement, die Grenze, die uns unverfügbar sein wird, wenn man in der Mitte des Lebens ist, wie ich jetzt, und nachdenkt über das Verlorene und das vielleicht noch zu Gewinnende, rückt sie einem näher, media in vita, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, sagt ein lateinischer Hymnus. Wir wissen die Stunde nicht, wir können sie eigentlich nicht bestimmen, wenn wir in unseren Grenzen bleiben. Dieses menschliche Leben endet
in der Hoffnung des Christen, in der Erwartung auch des Gerichtes oder in dem Dunkel, das bestanden werden muss? Der große Philosoph Rudolf Berlinger sprach von der Verbindung des Nichts und des Todes. Aber zugleich ist dieser Tod aufgehoben, er ist jedenfalls unverfügbar. Und die Sterblichkeit ist ja nicht nur dieser eine Augenblick, sondern die Sterblichkeit ist das ganze Begrenztsein unseres Seins und Tuns. Das, dass wir auch das, was wir ideal finden und leben können, an uns selber und an Umständen scheiternd niemals voll realisieren können. Dass wir die Menschen, die wir lieben, nicht so lieben können, wie wir es eigentlich im Reich Gottes täten oder in einem Paradieszustand. Muss mir mal klar sein, die Sterblichkeit macht demütig, sollte es jedenfalls. Und sie setzt eigentlich mit der Geburt schon an. Nee, erst so ein Zeitpunkt irgendwann in der späten Zeit. Und in der Mitte, würde ich wirklich sagen, ist die Liebe. Ist die Personalität. Ist das Hineinwachsen in ein eigenes Ich-Sein, Person sein können, das sich zum anderen verhält, auch zum anderen Geschlecht verhält, das sich dem anderen öffnet oder auch seinen Schutzraum, sein Nein bewährt, das subtil untersucht ist in seinen Entwicklungswegen und Gängen durch Entwicklungspsychologie, auch durch die großen Studien der Hirnforschung in diesem Feld und mit großen Pionieren, die hier ein anderes Konzept entwickelt haben, von Christa Mewes angefangen bis in die Gegenwart, vor der ich hohen Respekt habe. Dieses, meine Damen und Herren, ist eigentlich das, wo Person Person begegnet in der Liebe, wo das Antlitz und nicht nur das Antlitz, auch der Leib sich unter Umständen öffnen kann, sich als Mann und Frau erfahren kann, ab einem bestimmten Zeitpunkt, rätselhaft, geheimnisvoll. Daran erinnern wir uns wohl alle irgendwie noch, als das bei uns eingeschlagen hat, als eine menschliche Dimension. Dies nun in einer Zeit, die entwicklungspsychologisch dafür überhaupt nicht geeignet ist, ideologisch den Menschen zu nehmen, es ist der Verlust der Mitte. Es ist der Verlust der Mitte dieses endlich menschlichen Personenseins zwischen Geburt und Tod, der großen Kraft der Liebe, die eben immer auch geistige Liebe ist, die Eros und Agape, um es griechisch zu sagen, in einem ist. Selbstverhältnis und Verhältnis zum anderen. Schließlich ist von daher der Mensch, ich kann es nicht anders sagen, geworfener Entwurf. Das hat Heidegger wunderbar formuliert. Geworfener Entwurf. Er ist fähig zur Freiheit. Und es gibt in dem Rahmen einer guten, auch den Verzicht einschließenden, manchmal einen zerreißenden Verzicht, sexualen und erotischen Lebensformen. Es gibt darin unglaublichen Reichtum. Ihn gibt es aber eigentlich auch nur, wo es die Grenze gibt. Deswegen ist der Tod auch sinnstiftend für unser Leben. Wenn es unendlich weiterginge, ja, wir müssten uns ja nicht fragen nach den Koordinaten, nach der Gewichtung. Also wir sind Entwurf, wir sind in diesen Grenzen der Endlichkeit in hohem Maße Entwurf, aber wir sind geworfen, begrenzt und damit befähigt, zu der Würde, sie zu ergreifen, sie wahrzunehmen, zunächst als Rechtsmoment, dann als ethisches Moment aktiv zu ergreifen und schließlich als sittliches, institutionell mit Hegel auf ihre Verankerung im Rechtsstaat zu uns zu berufen. Zu dieser Menschenwürde in concreto gehört selbstverständlich, und damit komme ich vielleicht ans Ende oder ziemlich ans Ende, zu ihr gehört ganz wesentlich, dass die Sphäre des Privaten dem staatlichen Zugriff entzogen ist. Und zu ihr gehört ein Ordo Amoris, eine Ordnung der Liebe, nach der sich jeder selber fragen muss, was ist das eigentliche Ziel und was ist eigentlich das Mittel? Hat schon Augustinus sehr schön unterschieden. Was erstrebe ich um seiner selbst willen und was ist nur ein Mittel? Die Würde des Menschen ist Zweck an sich selber. Dafür spricht sehr vieles. Eine Ideologie ist bestenfalls ein Mittel zu anderen Zwecken. Wenn wir das Ideologische an die Stelle dieser Zielsetzungen, dieser eigentlichen Zweckhaftigkeit setzen, dann können wir nur fehlgehen. Und dieses Fehlgehen in der Paideia, das merkt man. Das ist nicht etwas, was ohne erkennbaren Schaden bleibt. Zuerst natürlich der Schaden der Seele der anderen, aber am Ende eben auch der Schaden in der Seele des Gemeinwesens. Das hängt eng zusammen. Große und kleine Schrift. Die Ökologie des Menschen, auf die seine Würde letztlich gebaut ist,
weißt jedwedes, ihr werdet sein wie Gott und jede versuchte Planung des Menschen in die Schranken. Sie sucht menschliches Dasein in der Welt aus Freiheit und Gebundenheit, dem Denken und Handeln zugrunde zu legen. Und damit beginnt ein schönes und glücksbefähigtes Leben, gerade auch uns aufgetragen, um es der jungen Generation weiterzugeben und ihr vorzuleben. Die Würde des Menschen ist kein Abstraktum, die Wahrheit ist konkret, sie will gelebt und geliebt werden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld. Ja, das war wirklich ein fulminanter Vortrag und ich danke Ihnen aus ganzem Herzen, Herr Professor Seubert, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie sich auch so spontan, als ich Sie angefragt hatte, wirklich dazu bereit erklärt haben und gesagt haben, Sie kommen gerne zu uns. Es war wirklich, Sie haben uns hier in leidenschaftlicher Weise, so wie wir Sie kennen, und wirklich fulminant wurde das Fundament aufgezeigt, auf dem wir hier stehen und auf dem wir auch unsere Arbeit tun und auf dem wir unser Engagement aufbauen und letztendlich auch die Dimensionen nochmal klar gemacht, worum es eigentlich geht und was letztendlich auch der innere Trieb ist, nämlich die Menschenwürde, die Würde des Menschen, die Würde auch des Kindes, warum wir wirklich uns so sehr um dieses Thema hier bemühen. Also nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren großartigen Vortrag.